heute hier ist das mal Problem. Ja, ich war beim Gym und dachte mir, ich nehme euch mit einfach mal mit. Wie geht's an mich? Wie ich mich gerade aufwärme. Nee, ich höre mir einfach mal Musik an und das ist mir gut, das ist total relaxed, das Aufwärmen. Danach bin ich bei der Beinpresse, das ist auch noch eine sehr leichte Übung. Ich kann euch aber nur so ein paar Ausschnitte aus den Kraftübungen zeigen, weil ich da auch niemanden stören wollte. Hier ist wieder eine Übung um meinen Po und um die Oberschenkel und seitlichen Oberschenkel zu straffen. Hier mache ich gerade einen Bodycheck. Das mache ich jedes Mal, wenn ich dort bin. Das sieht ja eigentlich schon ganz ansehnlich aus. Bis auf die Rollen hinten mache ich eine gute Figur. Hier, nachdem ich mit einem fertig bin, geht zum Lauftraining. Mary G. Blige ist gerade auf dem Schirm. Und ja, das ist meine Trainingsbilanz am Ende. Und ich bin glücklich, dass ich alles geschafft habe. Ja, jetzt geht's weiter zu den Dehnübungen. Die sind für mich das aller wichtigste. Hier übe ich gerade erstmal den Kopfstand, damit beginne ich jede meiner Dehnübungen. Und ich kann schon meine Beine von der Wand fernhalten und das kann ich schon ein bisschen längere Zeit über. Es geht viel, viel einfacher im Gym als bei mir zu Hause. Da habe ich ja auch mir extra eine freie Wand dafür gestellt, dass ich das tun kann. Und ich werde da eigentlich immer besser und das soll, glaube ich, auch ganz gut sein für die Durchblutung des Gehirns. Jetzt bin ich damit fertig und jetzt geht's gleich weiter zum Handstand. Beim Handstand kann ich leider noch nicht so lange einfach im Freien stehen. Da mache ich einfach mal einmal den Handstand und damit hat sie's. Und dann geht's jetzt gleich auch zu der nächsten Übung auf dem Boden. Und zwar dehne ich erstmal meine seitlichen Muskeln, Bein einfach über den Bauch ziehen und einfach zur Seite ziehen, Kopf in die entgegengesetzte Richtung, einen Arm ausstrecken. Das ist ganz gut, um die seitlichen Muskeln zu strecken. Ja, da bin ich ja auch jetzt gleich fertig mit. Und es geht weiter. Einfach mit der Streckung des Beines, einfach ein Bein an den Bauch, schön nah an den Bauch ziehen und dann zur Seite. Dasselbe und dann dasselbe mit dem linken Bein. Ja, da bin ich auch gleich fertig und es geht dann weiter zu der Übung. Das ist hier jetzt eine Yoga-Übung, Happy Baby heißt es. Und das ist auch ganz gut, um halt die Sehnen zu strecken. Ja, und jetzt mache ich meine geliebte Brücke. Da werde ich ja auch immer besser. Ich habe auch, ich dachte mal, das sieht so kribbelig aus. Aber ja, auf dem Video merke ich, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Jetzt versuche ich die Brücke nochmal, indem ich die Beine hochhebe. Ein Bein hoch, das rechte, das linke. Na, das will nicht so hoch. Okay, das war's erstmal mit der Brücke. Jetzt geht's weiter im Programm mit der Kerze. Ihr seht es gleich. Ja, und hoch der Po. Und ja, das ist ganz schön stabil. Und jetzt kommen die Beine gleich runter über den Kopf. Ja, genau. Das hat auch ganz gut geklappt. So, dann jetzt gleich die nächste Übung. Das wäre ja. Ach ja, genau. Wieder die Wirbelsäule ein bisschen dehnen. Kopfüber, das ist auch eine meiner liebsten Übungen. Das ist auch eine gute Vorübung für die Brücke. Jetzt kommt der Heldensitz. Das ist wieder eine Yoga-Übung. Einfach. Ist nicht so einfach, wie es hier aussieht. Probiert es mal. Aber bitte sehr, sehr vorsichtig sein. Nicht, dass ihr Schmerzen habt. Das auch, hat auch geklappt. Bin ich zufrieden. Jo, und dann, was kommt jetzt?
Ja, ach ja. Einfach mal nach vorne auf die Beine strecken. Und dann kommt der Lotus-Sitz. Oder nee, noch nicht. Einfach nur das rechte Bein über das linke, rechte über das linke, runterbeugen. Zur Streckung der unteren Muskeln am Oberschenkel. Und jetzt kommt der Lotus-Sitz. Ja. Aber den kann ich auch schon ganz gut, habe ich festgestellt. Ja, erstmal zeigen. Kann mich noch nicht entscheiden, wohin hinlegen, damit ihr es am besten seht, wie weit ich schon runterkomme. Oder ich auch selber für mich zur Kontrolle habe, wie weit ich runterkomme. Wäre selbst gestaunt, dass es schon fast unten ist. Ich denke mal, dass ich nicht so weit runterkomme. Und jetzt ist es die entgegengesetzte Richtung. Vorher war das bei der rechte Oberschenkel oben, jetzt der linke oben und nochmal runter. Ja, es geht ein bisschen schwieriger. Die andere Seite hat besser geklappt. So. Und jetzt nochmal den Oberkörper. Der ist jetzt auch viel, viel gedehnter. Und jetzt komme ich auch viel, viel besser schon runter. Man sieht es. So nach dem Laufen sofort ist alles doch noch schon ziemlich verspannt. Je mehr man die Dehnübungen macht, umso besser kommt man dann auch da jetzt runter. Ja, wunderbar. Jo, und jetzt kommt der Spagat. Rechte Seite, linke Seite einmal. Da bin ich auch schon ganz gut dabei, obwohl ich nicht wirklich ganz zum Boden runterkomme. Jetzt die andere Seite. Sieht ja, das ist noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. So, und jetzt mache ich die Übung auch noch im Stehen, dass das Bein gestreckt wird. Jo, das sieht ja ganz gut aus. Die andere Seite. So. Ja, und wir nahen uns zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzuschauen, wie ich meine Übungen mache. Ich freue mich.